Ja, hi Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mit Paula. Hi. Paula, cool, dass du dabei bist. Danke. Im Max Rebel in Bielefeld, eine abgefahren coole Location. Wir sind hier gerade mal am Eingang, der sieht schon geil aus. Wir haben zwei weitere Spots, insgesamt drei Spots und Paula hat drei Outfits dabei. Ihr kennt das Prozedere. Wir fangen jetzt einfach an zu shooten, nehmen euch mit. Ihr könnt euch inspirieren lassen, motiviert sein, danach der Folge auch selber einfach mal Fotos zu machen, total unkompliziert. Ich fotografiere mit der Sony Alpha 7.3, mit dem Sigma 35mm, werde wahrscheinlich auf einer Blende von 1.4, 1.8 ungefähr sein und nur mit dem Tageslicht. Ich habe kurz überlegt, soll ich Licht mitnehmen, wie dunkel ist es da, ist mir völlig egal, hier ist super viel Licht, große Fenster, reicht völlig aus, einfach nur Licht, unsere Kamera, Paula. Manu, danke, dass du filmst und ihr. Also viel Spaß und wir legen los, oder? Let's go. Ja, sehr cool. Nee, du machst alles gut, ey. Mach einfach irgendwas. Du kannst gar nichts falsch machen. Mega. Genau, wenn ich nichts sage, ist das ein richtig gutes Zeichen. Oder ich habe deinen Namen einfach nur vergessen. Sehr cool. Ja, genau. Bleib da mal so ein bisschen. Genau. Warte. Cool. Okay, lass uns mal ein bisschen. Warte mal. Kann man mehrere Sachen machen. Lass uns mal, wenn du dich hier so hinsetzt, ist ein bisschen staubig. Spaß. So, aber ich glaube auch so ein bisschen, so mit der Pflanze so locker irgendwie so. Ich weiß nicht so. Geh ruhig mehr so da rein. Ja, irgendwie sowas Lockeres, ja, mega. Warte. Bisschen heller. Ja, sieht doch cool aus. Ja. Eine coole Farbe, ein mega Outfit, das passt so gut hier rein. Ja. Komm mal hier hin. Nur mit dem Hintern so, weißt du? So, genau, so eher so stehen, aber so leicht angelehnt mit dem Hintern. Okay, mega cool. Lass mal hier sowas machen. Einmal vielleicht erst im Sitzen so, hier direkt so schön mittig. Mega. Ich finde das auch cool mit dem Gürtel, weil das glänzt, deine Kette. Das sind immer so kleine Spots. Das ist voll cool. Mach einfach mal, das sieht gut aus. Boah. Genau, vielleicht versuch erstmal beide Beine runter. Ja, genau. Eher so erstmal. Ganz, ja. Boah, ich gehe noch mal ein bisschen weiter hin. Bleibst du? Das sieht mega aus. Boah, und quer sieht das geil aus. Genau, diese so, ja, zu mir nach vorne, so perfekt. Oder lehne ich mal hier an mit der lass mal die Spiegelung nutzen, glaube ich. Warte mal, ich schau mal. Das heißt, wenn du hier so sowas hier irgendwie machst, damit sich das hier so schön spiegelt. Genau. Kann auch irgendwie nicht gut aussehen. Ich schau mal kurz.
kriegt. Oder lehne ich mal mit dem Rücken an, lieber so. Ja, genau, genau, das finde ich besser. Ja, mega. Das ist cool. Yes. Ich muss selber nicht spiegeln, aber. Guck ich mal in der Spiegelung an, vielleicht so? Nee, guck zu mir. Aber bleib so. Mit dem Körper ist gut so. Aber das sieht man nicht, dass du dich anguckst. So. Ja. Sehr cool. Ich hab schon. Ja, ich muss auch aufhören. Wir haben noch andere Locations, aber es sieht einfach zu geil aus. Eine Sache nur noch. Das in der Spiegelung finde ich cool. Lass nochmal wirklich hier so stehen, in der Mitte. Genau. Genau, du darfst dich jetzt einfach bewegen, so genau. Auch mal drehen mit dem Rücken, ne? So Rücken zu mir, aber mit Gesicht dann so ein bisschen zu mir gucken. Ne? Kannst auch mich zukommen, so ein bisschen wieder zurückgehen und so. Und ich bleib jetzt hier einfach in diesem Frame hier. Sehr cool. Warte, super. Genau, nicht zu weit, bleib eher, genau, eher ab da, ne? Nicht weiter zurück. Genau. Perfekt. Kannst gerne noch mal näher zu mir kommen hier. Ja. Boah, mega. Okay, bleib da. Cool aus. Mehr mit dem Körper zu mir. Ja, perfekt. Genau. Jetzt bleib so. Eher so zu mir und lauf, geh rückwärts einfach so ein bisschen zurück. Genau. Genau, super. Sehr cool. Okay, guck noch mal quer. Das sieht auch geil aus. Warte, ganz cool. Ich glaube, ich gehe ein bisschen weiter zurück. Ja, okay, bin sofort fertig, genau, sehr cool, okay, Paula. So, das war der erste Spot in dieser krassen Location mit dem ersten Outfit. Paula, ich hoffe, die Bilder gefallen dir. Ich finde die mega mit dieser Spiegelung. Ihr habt es gesehen, wir haben hier keine versteckten Sachen gemacht. Ihr habt alles gesehen, je nachdem, was Manu drin lässt und rausschneidet. Aber es war so unkompliziert. Wir wechseln jetzt das Outfit. Ich glaube, nee, ich bin noch nicht sicher. Wir gehen jetzt an die Bar, Richtung Bar. Und ich freue mich da schon drauf. Total nicht ganz anders, vielleicht von den Farben, aber anderes Licht und so. Also gleich im neuen Spot. Los geht's. So, an dieser Stelle ganz kurz Werbung für mein erstes Buch, was im Rheinwerk Verlag erschienen ist. Porträts on Location, überall und jederzeit tolle Fotos machen. Es ist kein Buch, wie man fotografiert, es ist ein Buch, wie ich fotografiere, mit über 20 Workshops, mit den Basics. Ein Blick ins Buch findet ihr bei Amazon. Wenn euch das interessiert, schaut gerne in die Shownotes vorbei. Ich freue mich über euer Feedback, ich freue mich über euren Support und wünsche euch weiterhin jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Outfit Nummer 2, Spot Nummer 2 im Max Rebe und ihr seht, wie abgefahren das da aussieht mit der Bar und Paula sitzt auch schon mitten auf der Bar, das war so ihr persönlicher Wunsch, hier einfach so ein paar Bilder auf der Bar, ich so, kein Ding. Wir gehen später noch nach da, wir gucken mal, wir gehen vielleicht hier hinter die Bar oder so, let's go. Mega. Du kannst auch mal gleich so mit dem Schuh zu mir kicken, so, ne? So. Ja, cool. Ja, wenn du willst, kannst du ein Bein so nach oben, ne, versuchen, genau. Willst du so, chillig so? Mal schauen, wir schauen mal. Sieht aus, als ob ich besoffen wäre, aber ich muss halt jetzt gerade so Fotos machen.
Ich würde, glaube ich, eher bleib vorne. Das sieht besser aus. Ja. Versuch mal, das Bein so ein bisschen anzuwinkeln. Ja, genau. Versuch das mal ganz kurz so zu halten. Sieht cool aus. Ja, warte, bleib so. Richtig. Ich bin gefahr jetzt hier. Boah. Nicht die Bilder, sondern der Krampf. Nein, Spaß. Die Bilder. Sehr cool. Guck in die Kamera. Sehr cool. Boah, sieht auch gut aus. Warte, bleib doch mal locker. Der wackelt halt ein bisschen. Warte mal. Aber eigentlich kann nichts passieren. Bleib. Jetzt reiß euch alle mal zusammen, Mann. Du? Okay. Kann ich jetzt drauf stehen? Kannst du auch gleich machen. Aber bleib noch ganz kurz. Geh mal ein bisschen nach vorne, damit die Lampe nicht direkt über deinen Kopf ist. Ja. Wenn du willst, kannst du dich hinstellen. Mega, das sieht mega aus. Komm ein bisschen nach vorne. Sieht mega aus. Boah. Versuch, ja, mega. Ich glaube, Unlederjacke sieht halt auch mega aus, ne? Ja. Mach nochmal kurz mit dem Outfit was mit der Kette. Ja, mega. Okay, wenn du willst, kannst du in die Hocke gehen. Ich meine, wir haben Bar, ich würd hier noch mal was machen. Ne? So, ich finde das hier geil. Ich glaube, wenn du hier so stehst, einmal hier so, komm mal eine Stufe runter, bleib da so. Geh nicht zu sehr nach da, weil die Fenster mag ich nicht. Das finde ich geil. So, warte kurz. Boah. Richtig gut, ey, wie du immer so voll in Ruhe so. Aber du, ja, bist Profi, alles cool. So, jetzt schau ich mal, warte mal. Mach ich nicht oft, aber ich will auch mal was wirklich, wo du so Licht in your face, ja? Stell ich mal so hier hin, Alter. So, mal gucken. Ich muss mich auch mal ein bisschen trauen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn du in die Kamera guckst, deswegen mach eher sowas, genau. Hier, komm mal weg von dieser großen. Genau. Ja, genau. Mhm. Das finde ich gut. Ja, sehr gut. Man kann es auch versuchen, dieses typische, kennst du, wo du so Schatten hast? Ich weiß nicht. Ollis Liebling. Wie heißt das? Das ist Ollis Liebling. Achso, Ollis Liebling, ja. Genau, damit Olli sich so. Ja, genau. So, okay. So, das war Spot Nummer 2 hier im Max Rebel. Ich musste mich ein bisschen zurückhalten, nicht zu viele Bilder zu machen. Abgefahrener Scheiß, Paula, was du hier abziehst, ey. Krasse Bilder am Tresen, krasse Bilder hier in der Sonne. Auch mal was Neues für mich, so habe ich versucht, mich ein bisschen zu trauen, so mitten in der Sonne. Kann ich jedem nur empfehlen, ihr habt die Bilder gesehen, mega cool. Wir wechseln das Outfit, also du wechselst das Outfit, ich nicht. Neue Location, dritte und letzte Location hier im Max Rebel Bielefeld. Bam! Ah!
So Leute, drittes cooles Outfit hier in dieser Location, auch im Max Reben natürlich. Und hier haben wir auch super viele kleine Spots in einem großen Spot. Das werden mega krasse Bilder. Paula, ich würde sagen, einfach let's go, euch viel Spaß und wir zerstören das ganze Internet mit diesen Fotos. Geil. Okay, also wie gesagt, du kannst eigentlich, genau, du kannst sitzen bleiben, so entspann dich. Sehr cool. Ihr seht hinten, vielleicht sieht man das, da ist ein Vorhang, den hat Paula extra so zugezogen, damit da keine Lücke entsteht, damit dieser Vorhang auch uns so einen schönen Rahmen gibt, in dem wir fotografieren können. Komm, kannst du das Kissen wecken? Ist mir zu hell. Kannst du lieber ein dunkles dahin packen? Genau, also ein bisschen mehr. Okay, cool. Ich glaube, ich setze mich mal in die Ecke. Die hellen Kissen sind mir zu hell. Wir tun nur die dunklen dahin. Keine Ahnung. Ja, genau. Ja, perfekt. Ja, mega. Ach so, ja, dann genau. Mach doch, mach für deine Füße. Deine Schuhe catchen halt viel Aufmerksamkeit, weil die so hell sind, ne? Aber egal, warte, ich zeig dir mal gleich kurz. Ja, das ist cool. Jetzt komm, lehn dich mal entspannt nach hinten so, vergiss die Beine, alles cool. Ja. Ach so, ah, okay. Was? Fokus nur so ist, mit dem Kissen so. Ach so, von oben oder was? Ja, könnte. Ja, why not? Boah, gute Idee. Warte. Boah, mega Bild. Mach mal deine Hand so zu mir nach oben. Genau. Richtig weit nach vorne, so dass ich so trotzdem deine Augen. Genau, mal so eher so hier so. Ja, genau. Sehr cool. Mega. Oder wie fühlt sich jetzt an? Ja, besser? Gut. Kannst du ein Bein so machen? Ich weiß nicht, ob das so nee, ne? Nicht so wie du sitzt. So auf dem Oberschenkel? Nee, das wäre zu crazy, ne? Ja, irgendwie so, ja. Nee. Seitlicher? Mach mal das Bein hier so drauflegen. Das Bein? Ja. Das andere so, ja, so ein bisschen chillig so. So, das, ja. So, fühlt sich das gut an? Kopf ruhig so darauf, ja. Ne, Winkel an, das Bein. Ja, ja, besser. Ja, das ist cool. Ich stelle mich auf den Hocker und gehe dann in die Hocke. Hätte ich auch gleich so stehen bleiben können ohne Hocker. Ey. Geil. Okay, Paula, lass hier da hinten, weil ich weiß, da hinten sind auch geile Spots, aber guck mal. Mal ruhig nochmal, glaube ich, die Lederjacke an. Ja, oder genau. Entweder muss man deine Hände sehen, sonst ist das so verwirrend, so hölbrund, ne? Entweder man sieht sie oder wir machen gleich nochmal mit der Lederjacke rein. Ne? Macht er das hier gut aus? Ja, sehr cool.
du dich nicht zu weit vom Licht wegdrehst, aber machst du gerade nicht, das ist super. Ja, genau, dass du nach draußen guckst, so. Mega. Boah, mega. Ja, mega. Ich weiß, ich habe ganz oft mega gesagt. Ja, mega. Bam. Mega. Tritt mal so ein bisschen in meine Richtung oder so. Bam. Mal mit, mal so ein bisschen, genau, bleib in Bewegung, so ein bisschen ausrasten. Jacke mal ausziehen, anziehen irgendwie so, vielleicht so in Bewegung, ne? Ja, genau, genau. Super, Paula. So Leute, wir sind hier fertig. Vielen Dank, Max Rebel. Paula, vielen Dank an dich. Mega coole Bilder an so einer krassen Location. Nur, und das ist mir wichtig zu erwähnen, nur mit dem vorhandenen Licht. Wenn euch das Thema People-Fotografie noch mehr interessiert, kann ich euch mein aktuelles Buch empfehlen, Portraits on Location, überall und jederzeit tolle Bilder machen. Paula ist sogar Teil eines Workshops in meinem Buch, da geht es um Fotografieren bei Nacht, mega cool. Schaut es euch in Ruhe an, findet ihr in die Shownotes, ich würde mich freuen. Ich hoffe, euch haben die Bilder mindestens genauso gut gefallen wie mir und mindestens genauso wie dir, Paula, hoffentlich dann später. Geht raus, macht Fotos, fühlt euch durch diese Folge einfach inspiriert. Fragt in der Gastronomie, solange sie halt leider noch zuhaben muss. Jetzt ist der richtige Augenblick dafür, sich vielleicht da ein bisschen auszutoben. Wir sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen da lassen. Müsst ihr nicht, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, könnt ihr machen in Ruhe. Wenn ihr den Kanal abonnieren möchtet, könnt ihr auch gerne machen, tut nicht weh. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.